In diesem Video schauen wir uns an, was Dichte ist. Dazu ein bisschen Geschichte. Und zwar geht es um diesen Herrn hier. Das ist Archimedes. Das ist ein, ja, griechischer Mathematiker, Physiker, Ingenieur und gilt als einer der bedeutendsten Mathematiker der Antike. Und was hat er gemacht? Das sieht man in diesem Schwarz-Weiß-Bild. Da sitzt er, hat ein Gefäß mit Wasser, das bis zum Rand gefüllt war. Und dann hat er verschiedene Dinge hineingetunkt. Und ja, seine Aufgabe bestand darin, er hatte von seinem König eine Krone bekommen und sollte feststellen, ob die aus purem Gold ist. Und da durch seine Experimente hat er halt festgestellt, dass bei gleichem Gewicht die verschiedenen Materialien verschieden viel Wasser verdrängen. Und dann war die Lösung eigentlich relativ einfach. Er hat ein gleich schweres Stück Gold gehabt und hat halt geguckt, ob die Krone und das Stückchen Gold entsprechend gleich viel Wasser verdrängen. Und ja, jetzt gucken wir uns noch mal ein bisschen genauer an, was es mit der Dichte auf sich hat. In diesem Experiment gibt es eine kleine Challenge. Die Challenge besteht aus diesen sechs Würfeln hier. Die sind nämlich aus verschiedenen Materialien. Das Einzige, was gleich ist, ist die Kantenlänge von 2 Zentimetern. Ich habe, um es ein bisschen einfacher zu machen, zur Auswahl Aluminium, Zink, Eisen, Kupfer, Messing und Blei. Die Challenge besteht darin, was ist was. Ich wiege die Teile und über die Dichte sollte man es herausfinden können. Fangen wir einfach mit dem ersten Würfel an und wir bekommen ein Gewicht von 56,12. Nächster Würfel. 88,83. Nächster Würfel. 67,29. Nächster Würfel. 60,68. Nächster Würfel. 22,18. Und last but not least, 71,83. Ist schon interessant. Ich habe hier sechs gleich große Würfel, aber wie man gesehen hat, sind sie unterschiedlich schwer. Und mit Hilfe der Dichte findest du bestimmt heraus, welcher Würfel was ist. Wenn wir also hergehen und eine Tabelle machen, das Gewicht auf der linken Seite, das sind unsere Messwerte, und dann in einem Tabellenwerk nachschlagen, da steht das in der Regel die Dichte pro Kubikzentimeter. Unsere Würfel waren ja 2 Zentimeter Seitenlänge, also macht das insgesamt 2 mal 2 mal 2, also 8 Kubikzentimeter. Dann stellen wir fest, dass Zink, Blei, Messing, Eisen, Alu und Kupfer die Reihenfolge war, mit der die Würfel auf die Waage gelegt worden sind. Blei ist am schwersten, Aluminium am leichtesten. Schauen wir nochmal zu Archimedes, der auch herausgefunden hat, der Auftrieb eines Körpers in einem Medium ist genauso groß wie die Gewichtskraft des vom Körper verdrängten Mediums. Was bedeutet das? Das sieht man sehr schön an dieser Grafik. Ich habe hier ein Gewicht von 7 Kilo auf der linken Seite, auf der rechten Seite tunke ich es in Wasser, da wiegt es, oh Wunder, nur noch 4 Kilogramm. Das liegt an dem Auftrieb, weil das verdrängte Wasser hat, oder das Volumen des verdrängten Wassers entspricht genau 3 Kilogramm. Also habe ich einen Auftrieb, der entsprechend dafür sorgt, dass es um 3 Kilogramm leichter wird. Was nutzt mir das Ganze?
Naja, wenn ich jetzt nochmal gucke, was er machen musste, nämlich herausfinden, ob das Gold oder die Krone aus purem Gold ist. Dazu hat er die Sachen in Wasser getunkt, um zu gucken, wie viel Volumen, also sprich, wie viel Wasser verdrängt wird. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Das ist mit dem Auftrieb leichter. Wenn ich nämlich rechts habe ich eine Balkenwaage. Wenn beide Sachen gleich schwer sind, also sprich der Goldklumpen und die Krone, ist die ja im Gleichgewicht. Wenn ich das Ganze ins Wasser tunke, bleibt sie nur dann im Gleichgewicht, wenn der Auftrieb auf beiden Schalen der gleiche ist. Also sprich, beide Schalen nicht nur die gleiche Masse, sondern auch das gleiche Volumen und damit die gleiche Dichte aufweisen. Schauen wir uns in diesem Experiment die gleich großen Würfel an. Manche schwimmen, manche gehen unter. Die, die schwimmen, sind offensichtlich leichter. Sie sind vor allen Dingen leichter als ein gleich großer Würfel aus Wasser. Sie haben eine geringere Dichte als Wasser. Und die, die untergehen, haben entsprechend eine größere Dichte als Wasser. Wenn also etwas eine geringere Dichte als Wasser hat, so schwimmt es. Aber auch warme Luft hat eine geringere Dichte als kalte Luft und steigt daher nach oben. Ein schönes Beispiel dafür ist an Weihnachten die Weihnachtspyramide. Die Kerzen erhitzen die Luft, die sich ausdehnt, dadurch eine geringere Dichte hat, steigt nach oben und treibt entsprechend diese an. Was ist nun diese Dichte? Die Dichte ist Masse pro Volumen. Also der Quotient aus Masse und Volumen von der Formel her Rho gleich M durch V. Rho ist ein griechischer Buchstabe, sieht so ein bisschen aus wie ein verunglücktes P und ist der offizielle Formelbuchstabe für die Dichte. Gleich, wie gesagt, Masse durch Volumen. Von der Einheit her ist es Masse, SI-Einheit ist Kilogramm, durch Volumen ist entsprechend Kubikmeter, also Kilogramm durch Kubikmeter. Was ist nun das schwerste Element? Ja, Überraschung, häufig hört man Blei, das stimmt aber nicht. Osmium ist, wie man hier sieht, die drei Kumpanen hier sind oder haben alle die gleiche Masse, aber man sieht natürlich aufgrund der verschiedenen Dichte verschiedene Größen. Und Osmium ist ein Element, was natürlich vorkommt und das schwerste natürlich vorkommende Element hier auf der Erde.